Der Islamische Staat macht weiter. Auch in der Schweiz gibt es ein Netzwerk von IS-Unterstützern. Er hat versucht zu rekrutieren bei ihnen, oder? Man kann es auch so sagen, ja. Dort haben sie die Wohnung aufgebrochen, mit dem Rambock und Granaten noch eingerührt. Wer sind die Leute? Wie kommen sie da rein und was haben sie vor? We are now very close to our friend. Go out now and walk towards. Yeah. See ya. Oh, there he goes. Wir sind einfach Spinner und Loser. Er kennt den Oberländer. Das letzte Jahr sind in der Schweiz 5 junge Männer verhaftet worden, weil die Polizei glaubt, dass sie den IS, also den sogenannten Islamischen Staat, unterstützen. Im Juni hat die Polizei in Winterthur 3 junge Männer festgenommen. In einer konzertierten Aktion wurden in der Schweiz 3 Männer verhaftet. Einer von ihnen hat den späteren Attentäter von Wien kennt. Der Täter, ein islamistischer Extremist, tötete so 4 Menschen und verletzte 22 weitere. Und 2 Männer hat man in der Westschweiz weg Verdacht auf IS-Unterstützung festgenommen. Ich versuche schon seit langem herauszufinden, ob das alles Einzelfälle sind oder ob sich die Verhafteten kennt haben, also ob die untereinander verbunden sind und es darum ein eigentliches Netzwerk von IS-Unterstützern in der Schweiz gibt. Ich bin fit. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Wir suchen einen jungen Mann aus dem Berner Oberland. Dort ist er aufgewachsen und darum sagen wir in diesem Film Oberländer. Er ist 23. Im letzten Frühling hat ihn die Schweiz ausgeschafft in Kosovo, weil er Terrororganisation IS unterstützt hat. Er sei eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz. Ich habe lange recherchiert und herausgefunden, dass er zum innersten Kreis der Schweizer IS-Sympathisanten gehört hat. Er weiss, wer dabei war und wahrscheinlich auch, was sie im Sinn hatten. Daniel, bist du gut? Alles klar? Sehr gut. Das hier ist übrigens der Kustrim. Er ist unser Kameramann und Übersetzer. Und er hier, der meistens am Telefon ist, ist der Bedri Elesi. Er ist Sicherheitsexperte bei einer NGO da und kennt die IS-Szene seit Jahren. Er führt uns jetzt zum Oberländer. Wir wollen von ihm wissen, wer die IS-Unterstützer in der Schweiz sind und was er selber für eine Rolle gespielt hat. Die Polizei hat beim Oberländer auf dem Handy IS-Propaganda gefunden. Unter anderem brutale Videos und Fotos. Im Strafbefehl steht: Gewaltdarstellungen wie Erschießungen, Kopfschüsse aus nächster Nähe sowie die Erstechung eines Menschen. Bild einer verkohlten menschlichen Leiche. Er sei sehr gut mit anderen IS-Sympathisanten in der Schweiz und im Ausland vernetzt gewesen. Hatte über die elektronischen Medien offenbar Kontakt zu Exponenten des dschihadistischen, salafistischen Milieus. Für die Schweizer Behörden gilt er immer noch als gefährlich. Darum hat man ihn in Kosovo ausgeschafft. So we are now very close to our friend. You to go out now and walk towards. Sorry. No, it's an order. See ya. Oh, there he goes. Und?
Interessant. Schon geil. Ja. Er ist sehr. Also ich muss sagen, er hat uns freundlich empfangen, oder? Er hat das Trinken und das Essen aufgetischt und sich Zeit genommen. Obwohl wir länger geredet haben, er will nicht ins Detail gehen. Es war sehr unkonkret alles, oder? Wir sind auf einer ganz hohen Ebene gerade noch. Also, unter dem Strich ist es einfach, ja, ich rede jetzt mit euch da auf dem Sofa, aber ich erzähle euch noch nichts um das, was wirklich geht, oder? Und jetzt ist die Frage, was wir mit dem machen. Ja. Jetzt brauchen wir halt, ich glaube, mal noch ein bisschen Geduld. Der Oberländer war seit 2016 in Schweizer Islamistenkreisen unterwegs und hat sein Kontaktnetz aufgebaut. In der ganzen Schweiz, aber auch im Ausland. Eine wichtige Verbindung ist der Alim N. aus Deutschland. Er ist Deutsch-Pakistaner. Die deutschen Behörden sagen, er sei schon seit den Anschlägen von 9/11 als Terrorunterstützer aktiv. Also über 20 Jahre. Weil er Al-Qaida geholfen hat, hat ihn das Gericht zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem er rausgekommen ist, hat er laut dem Vorwurf der deutschen Behörden den Islamischen Staat unterstützt. Und er ist im letzten Sommer wieder verhaftet worden. Wahrscheinlich unter anderem darum, weil er mit dem Oberländer Kontakt hatte. Er hat dort getroffen, im Oberland. Die Schweizer Behörden haben das Treffen überwacht. In den Akten steht: Die Unterhaltung betraf die Frage, wie ein solcher Anschlag hier in der Schweiz vorzubereiten wäre. Hier, wenn du etwas machst, du musst vorher testen, ob funktioniert. Ja, ja. Beim Test gibt's einen Knall. Ja. So, bam. Der Oberländer ist für das nicht bestraft worden. Das Gespräch sei zu wenig konkret gewesen. Man hat das Verfahren eingestellt. Im Juni, gleichzeitig mit dem Alim N., sind in Winterthur 3 Männer festgenommen worden. Das sind eben die 3 Typen vom Anfang unserer Recherche. Und da bei diesen 3 Festnahmen in Winterthur hat sich gezeigt, die haben Kontakt mit dem Alim und sie sind auch verbunden mit dem Oberländer. Der verurteilte Terrorunterstützer war in Winterthur. Der Ermittler vermutet, dass der Alim N. und die 3 Winterthurer zusammen IS-Propaganda hergestellt und verbreitet haben. Und jetzt kommt alles zusammen. Der Oberländer hat sich auch mit den Winterthurern getroffen. Und zwar schon 2019. Dann hat es Anlässe von Schweizer und teils deutschen IS-Verdächtigen. Die Polizei hat die Treffen überwacht. Auf der Teilnehmerliste, die wir sehen konnten, ist der Oberländer drauf und auch mehrere Winterthurer. Hey. Hey. Morning. How are you doing? Fine. How are you? Think fine. Wir treffen den Bedri Elisi nochmal. Er kennt viele Fälle von IS-Anhängern hier im Kosovo, hat mit ihnen geredet. Und er weiss auch, wie der IS seinen Nachwuchs findet. Meistens suchen sie einfache Ziele, wie Löwen. Sie greifen die schwächsten Tiere in einer Herde an. So haben sie Erfolg. Der Bedri hat beobachtet, dass der IS meistens schon auf ganz junge zugeht, so ab 12 schon, und auf solche mit Problemen. Leute, die soziale, wirtschaftliche oder familiäre Probleme haben. Zuerst überzeugen sie sich, dass die Religion ihre einzige Rettung ist. Dann sagen sie ihnen, dass die Welt da keinen Wert hat, dass alles, was sie auf der Welt machen, die Vorbereitung fürs Leben im Paradies ist. Wir haben gerade Bescheid bekommen, dass unser Oberländer gleich noch bereit ist, uns zu treffen. Also mich und Steffi, aber einfach zu dritten und strikte ohne Kamera. Was machst du?
Und da bin ich in Abig inne mit ihm geredet, nochmal, ich weiß auch nicht, 3 Stunden oder so vielleicht. Er bleibt dabei, selber vor die Kamera kommen will er nicht. Er sagt, es sei jetzt noch nicht der Zeitpunkt zum Reden. Also, wer ist dahinter gestanden? Wie funktioniert das Netzwerk? Was war genau seine Rolle gewesen? Da bleibt er still. Der Oberländer besteht darauf, dass wir nichts aus dem langen Gespräch mit ihm weiterverzählen dürfen. Ich bin ein bisschen frustriert. Bist du? Ja, nein, ich habe einfach gehofft, gell? Und jetzt gehen wir ohne das heim. Ja. Thanks for the time. No, it was a pleasure. Steffi, bye. Auch wenn der Oberländer nicht ausgepackt hat, zeigen unsere Recherchen, dass die IS-Unterstützer aktiver sind, als wir gedacht haben. Immer noch. Wo der IS vor 10 Jahren in Syrien und Irak immer stärker geworden ist, sind hunderte junge Menschen aus Europa dorthin gereist, sind mit dem IS in den Krieg gezogen. An meine lieben Geschwister in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg. Sitzt nicht mit den Schmutzigen. Heute ist es viel schwieriger, auf Syrien zu reisen. Der IS hat darum eine andere Strategie. Seine Unterstützer sollen zu Hause bleiben und dort Anschläge machen. Der Schweizer Nachrichtendienst hat mir geschrieben, dass für die Schweiz immer noch Zitat erhöhte terroristische Bedrohungslage gelte. Und die Bundesanwaltschaft schreibt, es seien etwa 70 Strafverfahren hängig. Die Zahl die sei konstant hoch. Darum haben wir in den letzten 2 Jahren auch mehr Leute einstellen in diesem Bereich. In diesen Strafverfahren geht es inhaltlich um Propaganda, Finanzierung, Rekrutierung für terroristische Organisationen, aber vereinzelt steht der Verdacht der Planung von terroristischen Attentaten im Raum. Es geht also nicht nur um ein paar Extremisten, die übelste IS-Videos rumschicken. Aber wieso gibt es die Netzwerke überhaupt noch? Der wichtigste Punkt sind sicherlich ein Kern an Personen, die über lange Zeit in diesen Netzwerken aktiv sind. Umso länger eine Person in dieser Szene ist, umso schwieriger ist der Ausstieg, weil sich einfach das komplette Leben um diese Szene wechselt. Also dadurch haben sie immer einen gewissen Prozentsatz an Personen, die trotz Strafverfolgung, trotz Prävention, trotz Deradikalisierung weiterhin aktiv sind. Radikalisierung passiert fast nie nur online, sondern meistens in der physischen Welt, im direkten Umfeld. Nehmen wir wieder das Beispiel Winterthur. Da hatten sie ein recht enges Netzwerk an Personen, die sich teilweise vorher auch schon kannten, vor ihrer Radikalisierung. Die sind zusammen in die gleiche Schule gegangen, haben teilweise zusammen Sport betrieben, waren befreundet, teilweise auch verwandt. Winterthur ist wegen IS schon seit Jahren in den Schlagzeilen. Von Winterthur in den Dschihad nach Syrien. IS-Unterstützer aus Winterthur. Winterthur scheint immer mehr zu einem Zentrum von Dschihadisten in der Schweiz zu werden. Eigentlich also fast logisch, dass das Schweizer IS-Netzwerk auch da Mitglieder hat. Und zwar eben die 3 Typen, die das letzte Jahr verhaftet worden sind. Einer von denen ist der L. In der Ermittlungsakte steht, er hat Spenden gesammelt und über sein Konto weitergeleitet. Und die Leute, die ihm Geld gegeben haben, sind teils aus der Winterthurer Islamisten-Szene. Er hat Geld dann auf Deutschland weitergeleitet. Einem IS-Verdächtigen mal 60 mal 80 Euro, an andere Männer 350 und einem etwa 1200 Euro. Das Strafverfahren ist noch offen. Der L ist heute 20. Er ist aber schon seit mehreren Jahren in der Islamisten-Szene aktiv, hier in Winterthur. Das weiss ich aus Akten. Und wegen dem ist er dann nachher auch
schon als Minderjähriger aufs Radar von der Polizei gekommen und von der Jugendanwaltschaft verurteilt worden wegen IS-Unterstützung. Er hätte dann resozialisiert werden. Er ist betreut worden, hat eine Wohnung vom Sozialamt bekommen. Aber er hat den IS offenbar weiter unterstützt. Das ist der Vorwurf, den wir in den Akten sehen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich gehe jetzt in das Haus, wo der L zuletzt gewohnt hat und wo er auch verhaftet worden ist. Merci. Im Haus treffe ich den Markus. Er war der Nachbar von L. Ich bin vom Einkaufen retourgekommen, um 6 Uhr. Und als ich aus dem Lift kam, ist so ein Mann in der Sturmtruppe da gestanden mit dem orangen Polizeibänderli. Und der hat mich quasi gerade in meine Wohnung geschickt. Und neben meiner Wohnung haben sie die Wohnung gestürmt. Der Nachbar war lustig. Weil im Prinzip konnten sie meinen, es wohnt ein Geist nebenan. Sie haben von dem nichts gehört und nichts gesehen. Ich habe ab und zu mal beim Brief unentdeckt, da ich sein direkter Nachbar bin, hat er mich noch gegrüßt. Aber andere Leute im Haus hat er gar nicht gegrüßt. Und er ist auch sehr viel in so einer traditionellen Kleidung herumgelaufen. Haben Sie dann etwa mal mit ihm ein paar Worte austauscht? Also ich habe es probiert, aber null Chance gehabt. Er hat ab und zu Besuch bekommen. Das war ein Auto aus St. Gallen. Dann sind meistens so 3 bärtige Männchen gekommen. Ich nehme an, auch irgendwie Islamisten. Jetzt im Nachhinein natürlich klar. Damals habe ich es mehr vermutet. Das, was Markus sagt, passt zu unseren Recherchen. Die Wohnung von L war ein Treffpunkt des IS-Netzwerks, vor allem von der Winterthur-Szene. Eine Reaktion auf all diese Fälle seit gleich 10 Jahren war, dass Winterthur 2016 die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention gegründet hat. Serena Gut leitet diese Stelle. Jetzt, Winterthur ist ja seit Jahren immer wieder in den negativen Schlagzeilen wegen Islamisten, gilt als Zitat Hotspot. Wieso schafft es Winterthur einfach nicht, das loszuwerden? Ich würde sagen, es ist eher so ein Knotenpunkt gewesen oder auch immer noch von gewissen Gruppierungen. Und ja, wir können eigentlich handeln, indem wir halt einfach so eine Fachstelle aufbauen, dass wir Beratung anbieten. Wichtig ist, wie, wenn die rote Linie überschritten wird, wenn es zu strafbaren Handlungen kommt, dass man dann mit denen, die man hier beraten, dass man mit denen zusammen sagt, ab jetzt muss man die Polizei einbeziehen. Also sogar bei der Fachstelle können sich Lehrerinnen, Lehrer, Eltern oder Freunde melden, wenn sie das Gefühl haben, jemand in ihrem Umfeld könnte sich radikalisieren. Es gibt wie verschiedene Merkmale, dass man seine Lebensweise verändert, dass man Essgewohnheiten ändert, dass man das äußere Aussehen ändert, dass man vielleicht seine eigene Vergangenheit eher in einem negativen Licht sieht, dass man abrupt irgendwie ganz viele neue Freundeskreise hat, neue Bekanntschaften. Können Sie beschreiben, was das für Leute sind, die in so eine islamistische Radikalisierung hineinkommen? Grundsätzlich ist das sehr heterogen. Risikogefährdete Gruppen und Menschen sind eher die Jugendlichen. Und vielleicht auch solche, die schon mal Krisen erlebt haben, die vielleicht auch aktuell nicht gerade irgendeine grosse Perspektive haben. Sind es einfach Spinner und Loser? Es wäre natürlich sehr einfach, um das einfach so können, abtun. Aber es ist in dem Sinn eigentlich niemand gefeit, selber auch irgendwie ja, da reinzugeraten. Der Weg ins IS-Umfeld hinein führt also meistens über neue Freunde oder eine Art Vaterfiguren, die einen hineinziehen. So bleiben die IS-Netzwerke am Leben. Und das Netzwerk, das wir recherchieren, führt sogar noch weiter, bis in die Westschweiz. Im September nimmt die Polizei in Genf einen Mann fest und einen möglichen Komplizen von ihm gleichzeitig im Kanton Watt. Ich habe mit vielen Leuten geredet, um herauszufinden, ob die 2 Westschweizer auch zu diesem Netzwerk dazugehören, rund um den Oberländer. Und das ist offenbar wirklich so, das haben mir mehrere Quellen bestätigt.
Auf die Spur in die Westschweiz gekommen sind die Ermittler offenbar nach der Razzia zu Winterthur. Dort haben sie die Hinweise darauf gefunden. Und es gibt noch mehr Verbindungen, nämlich mindestens einer von diesen zwei Westschweizer soll mit dem Oberländer unterwegs gewesen sein. Der Oberländer, die Winterthurer und die zwei Männer aus der Westschweiz. Sie alle gehören zum gleichen Netzwerk von Leuten in der Schweiz, die den Islamischen Staat unterstützen. Das ist der Verdacht. Und sie haben auch internationale Verbindungen auf Deutschland und sogar bis zum Attentäter von Wien. Was wir immer noch nicht wissen, wie ist die Radikalisierung beim Oberländer abgelaufen, der mitten drinnen ist in diesem IS-Netzwerk. Rechts und dann gehen wir aber noch etwas weiter. Um das herauszufinden, sind wir im Berner Oberland. Dort hat er bis zu seiner Ausschaffung gelebt. Aus den Akten wissen wir, dass er ab 2016 in verschiedenen Moscheen unterwegs war. Also wir suchen jetzt eigentlich einen Imam, Vorbeter, der einen Einfluss auf den Oberländer hatte oder ihn zumindest gekannt hat. Und von ihm wollte ich einfach wissen, wie der Oberländer so war, ob er allenfalls die Radikalisierung mitbekommen hat, wie er auf das reagiert hat. Okay, also jetzt da rechts. Ja. Ich habe vorher mit dem Imam telefoniert. Er hat gesagt, ich darf vorbeikommen, aber ohne Kamera. Wir kennen sie ja langsam. Lauschig. Ja. Lauschig. Und dann lade ich jetzt über das Mikrofon da, gell? Bis gleich. Ja, gut. Dann warten wir jetzt. Aber. Ich mache nicht, was wäre, wie soll ich denn? Mein Handy ist passiert. Also, er kennt den Oberländer. Und er wollte uns doch noch erzählen, was passiert ist. Aber nur anonym. Und ich darf auch nicht zeigen, wo der Gebetsraum ist. Es ist auf jeden Fall eine kleine Glaubensgemeinde. Die zwei sind sich etwa 2016 das erste Mal begegnet. Der Oberländer war dann 16. Wie haben Sie den Oberländer kennengelernt? Er ist plötzlich einmal an einem Tag in die Moschee gekommen. Und hat angefangen zu beten. Er wollte Wissen über Islam haben. Wir haben ihm beigebracht, wie man den Koran liest, auf Arabisch. Wie haben Sie das beobachtet, dass er dann irgendwann in die, sagen wir mal, IS-Schiene gekommen ist? Das erste Mal, als ich etwas gemerkt habe, hat er unseren Leuten einen empfohlen aus dem YouTube. Der Imam glaubt aber, dass der Oberländer nicht nur online radikalisiert worden ist, sondern auch durch Offline-Kontakt. Leute aus Zürich, Leute aus Winterthur. Und so viel mitbekommen habe, ist er öfters nach Zürich gegangen und Winterthur gegangen. Und dann ist die Zeit gekommen, als er öffentlich hat gesagt, dass die auf der Wahrheit sind. Also die sind wer, die? Die IS-Leute. IS als Organisation und die Leute, die ihnen folgen. Also er hat probiert, andere Leute auf die Seite des IS zu holen? Mit mir nicht. Hat er aufgepasst. Aber mit, was ich mitbekommen habe, mit anderen Leuten, hat er darüber geredet. Und versucht, sie zu überzeugen, dass das die Wahrheit ist. Also dem könnte man sagen, er hat probiert zu rekrutieren bei ihnen, oder? Man könnte es so sagen, ja. Und hat er es geschafft beim einen oder anderen? Nein, hier nicht. Wir haben klar gesagt, das sind wir nicht. Und ab dem Tag, als er öffentlich hat gesagt, dass er für diese Leute ist, haben wir ihm verboten, dass er zu uns kommt. Wir haben den Oberländer nochmal kontaktiert und wollen mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Er will aber immer noch gar keine Frage beantworten. Wo es für Sie dann zu weit gegangen ist, wie haben Sie dann reagiert? So persönlich hat er mir leid getan, weil er noch
jung war. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen so wie wütend geworden. Aber er hat gemeint, vielleicht kann er ein paar überzeugen. Dann habe ich ihm gesagt, jetzt muss raus. Jetzt ist fertig. So geht's nicht. Also mich dunkeln die Schilderungen von dem Imam heute Abend sehr glaubhaft. Man hat auch gemerkt, dass ihm das nicht leicht gefallen ist, den anderen auszuschliessen. Es passt auch zu den anderen Rechercheergebnissen, die wir haben, zu der ganzen Chronologie, wie das abgelaufen ist beim Oberländer. Mir ist klar geworden, dass die 5 Verhaftungen vom letzten Jahr keine Einzelfälle waren, sondern zu einem Netzwerk dazugehört haben, eben auch vor allem um den Oberländer herum. Ich habe aber auch den Eindruck bekommen, dass es eben mit diesen 5 Verhaftungen nicht einfach erledigt ist, weil es immer noch ein Umfeld gibt, das eben weitermacht. Am IS seine Strategie geht also auf. Der sogenannte Staat, den sie verkündet haben, den gibt es nicht mehr. Aber die Ideologie, die verbreitet sich weiter. Hier findest du noch andere Filme von uns, zum Beispiel die Recherche von Konradin und der Maybrit über Geflüchtete, die auf Fähren angekettet werden. Und wenn du keine Recherche von uns verpassen willst, dann abonniere doch den Kanal.